Hallo, ich bin Karen Hughes. Eva Sebastian hat mich gebeten, zu den Menschen in Ungarn zu sprechen. Sie versprach, einiges von dem hier zu übersetzen für jene, die nicht Englisch sprechen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich Ungarn sehr verbunden fühle. Mein Fechtlehrer Béla Desjágyi stammt aus Ungarn. Ich bin eine Rechtsanwältin, die in der Rechtsabteilung der Weltbank gearbeitet hat während der letzten 20 Jahre. Ich bin auch Ökonomin und habe zusammengearbeitet mit einem sehr bekannten ungarischen Ökonomen, der einer der erstrangigen Experten für Währungsökonomie ist, mit Professor Antal Fekete. Er hat mich gebeten, die Menschen zu warnen und darüber zu informieren, wie wichtig es ist, dem Gold sehr große Aufmerksamkeit zu schenken, da dies eine echte Währung ist. Da war auch ein sehr bekannter ungarischer Ökonom namens Silvio Xell. Er sagte, dass eine lokale Währung sehr, sehr wichtig ist, damit wir volle Beschäftigung haben können. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die Situation, dass sich Ungarn dem Einfluss der Zentralbanker bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BIZ entzogen hat. Diese Gruppe, das sind viele der Privatbanken, die sich selbst als Zentralbanken betrachten, mit dem Recht, Währungen herauszugeben für 60 verschiedene Länder, einschließlich der USA. Es hat sich herausgestellt, dass diese Zentralbanken im Besitz sind von einer Gruppe, einer einzelnen Gruppe, die von Jesuiten dominiert wird. Sie wollten nicht, dass Sie das wissen, aber drei Mathematiker von der ETH Zürich in der Schweiz haben eine Analyse durchgeführt, eine Simulation, um herauszufinden, wem gehören die 43.000 transnationalen Konzerne eigentlich, die gehandelt werden an den Kapitalmärkten der Welt. Dabei kam heraus, dass es eine einzige Gruppe ist. Sie nennen es das Kontrollnetzwerk, ein Bankenkartell. Viele Menschen glauben, dass es 10 verschiedene Banken gibt, wie Goldman Sachs, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank und so weiter. Es kam heraus, dass all diese Banken kontrolliert werden durch dieses einzige Kontrollnetzwerk, dieses Bankenkartell. Und sie wollten nicht, dass die Menschen dies erfahren sollen, aber sie haben es erfahren. Ich habe nicht realisiert, dass diese Gruppe existierte, aber ich habe während meiner Zeit bei der Weltbank eine große Menge Korruption entdeckt. Ich machte meine Arbeit als Rechtsanwältin innerhalb der Weltbank und begann, über diese Korruption zu berichten. Was ich zuerst bemerkte Ende der 90er Jahre, als ich in den Philippinen arbeitete, sollte die zweitgrößte Bank innerhalb unseres Weltbankprojektes verkauft, das heißt privatisiert werden. Dies geschah nicht, und zwar deshalb nicht, weil der damalige Präsident der Philippinen, Joseph Estrada, glaubte, er dürfe tun, was immer er wollte. Er war in Glücksspiele verwickelt mit Lucio Tan, dem die philippinischen Airlines gehörten. Was am Ende geschah, war, dass Estrada ins Gefängnis kam. Ich protestierte, weil ich bemerkt hatte, dass da eine Menge Korruption im Gange war, und ich warnte den Mann, der mit dem Weltbank-Anleiheprogramm beauftragt war, dass die Sicherheitsgesetze brachen und dass die Weltbank ihre Anleihen nicht verschwenden konnte. Am Ende stornierten wir 400 Millionen Dollar und die Japaner zogen ebenfalls 400 Millionen Dollar zurück. Die Menschen, die ihr Geld auf der philippinischen Nationalbank in Depositkonten hatten, stürmten die Bank. Da musste die Regierung die Bank retten in einem Bailout mit 500 Millionen Dollar. Die Weltbank-Evaluationsabteilung sagte, dies konnte man nicht vorhersehen. Doch ich sagte, natürlich konnte man es vorhersehen. Ich hatte den Mann gewarnt, der mit dem Weltbank-Anleiheprogramm beauftragt war. Also begannen sie mich zu bestrafen, was ich nicht mochte. So ging ich zum Schatzamt, etwas von dem, was ich tat, und das ist die gute Nachricht. Es zeigte sich, dass es ein sehr genaues politwissenschaftliches Gestaltungsinstrument gibt. Es heißt Modell für den Wechsel an der politischen Machtposition.
Der Ökonom und Politiker, der dieses Analysemodell erfand, arbeitete damit im US-Verteidigungsdepartement. To end the corruption. I thought it was just inside the World Bank. I found out after I was fired illegally in 2007 that the Es ist sehr genau, 90 bis 95% genau. Dieses Modell sagte voraus, dass sich eine Koalition bilden würde, um die Korruption zu beenden. Ich dachte, dies betreffe Korruption innerhalb der Weltbank. Nachdem ich 2007 unrechtmäßig gefeuert worden war, fand ich heraus, dass die Korruption tatsächlich eine weltweite Korruption ist. Ich blieb am Ball und von diesem Moment an arbeitete ich zusammen mit Whistleblowern innerhalb und außerhalb der Weltbank. Heute haben wir nun eine Koalition von Ländern, die zusammenarbeiten, um diese Korruption zu beenden. Ich kann Ihnen sagen, dass viele der Wirkungen dieser Koalition bereits sehen können. Zum Beispiel die BRICS-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika betreiben internationalen Handel nicht in Dollar. Das bedeutet, dass der US-Dollar, das heißt der Luftdollar, dabei ist abzustürzen, ebenso die übrigen Papierwährungen. Genau das hat Antal Fekete der ganzen Welt gesagt. Er warnte alle, dass Papierwährungen immer abstürzen. Nur einer der Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, ist Deutscher, Rechtsanwalt und Banker, lebt auf den Philippinen und hat die gesetzliche Unterschriftsberechtigung für das Gold der Welt, das untergetaucht war. Das sind 175.500 metrische Tonnen Gold im Depot der Bank von Hawaii, das verfügbar ist, um die Dollars zu unterlegen, zu stützen, die herausgegeben wurden durch das US-Schatzamt. Eva bat mich, dass ich mit Ihnen darüber diskutiere, dass einige der geheimen illegalen Betrügereien der Banker tatsächlich während der Jahre in Kooperation mit Anwälten betrieben wurden. The citizens who have elected them, the people in 1871 gab es eine heimliche zweite US-Verfassung, die aufgeschrieben wurde. Doch viele Menschen in den Vereinigten Staaten wussten nichts davon. Wenn Leute zum Kongress gehen, um die Bürger zu repräsentieren, die sie gewählt haben, finden sie im Kongress dann heraus, dass sie Manager eines Konzerns sind, der im District von Columbia als Aktiengesellschaft gegründet wurde. Eva zeigte mir, dass sie mir diesen Link wohl auf ihre Webseite posten, wie die Regierung in Ungarn ebenso als eine AG gegründet worden war. Sie ist also auch ein Konzern. Sie fand heraus, dass wenn die US-Bürger ihre Steuern bezahlen, das Geld zur City of London fließt. Und dann werden 60% davon weitergeleitet an die Jesuiten im Vatikan, was keine gute Regelung ist. Offensichtlich tun sie dies im Geheimen, aber das Geheimnis geht seinem Ende entgegen, denn die Katze ist aus dem Sack. Wir lassen nicht zu, dass dies weiter geschieht. Vor einigen Tagen habe ich einige Dokumente auf meiner Facebook-Seite aufgeschaltet, die ich Eva auch gesandt habe. Diese zeigen, wie der Mantel des Geheimnisses über das Gold gelegt wurde in diesen Banken. Nun, zuerst wurde es vergraben auf den Philippinen durch General Yamashita, der ein Neffe von Königin Victoria war. Victoria hatte einen Zwillingsbruder, der auf den Philippinen landete. Er hieß Prinz Talano, reiste durch die Welt und zeugte uneheliche Kinder. Eines seiner Kinder war General Yamashita, der umherreiste, um das Gold der Welt zu sammeln und es auf den Philippinen zu verstecken. Später wurde es ausgegraben und deponiert in verschiedenen Banken auf der ganzen Welt. Nun, was wird jetzt dann passieren? Als das Gold gesammelt war, gaben in einigen Fällen die Zentralbanken, die Federal Reserve, Anleihen in Form von Bonds heraus. Wir werden den Nennwert dieser Anleihen verrechnen gegen die Schulden, welche die Amerikaner schulden. Ich glaube, der Nennwert dieser Anleihen ist etwa 210 Billionen Dollar wert. Sie wurden in den 30er Jahren herausgegeben. Das ist natürlich noch eine Menge Zinseszins, der sich da in den Jahren angesammelt hat. Vielleicht Trillionen von Dollars.
Wir werden also eine andere wirtschaftliche Ordnung haben. Was wird nun in Ungarn geschehen, dass es geschafft hat, sich aus der IWF-Zentralbankverpflichtung zu befreien? Ihr werdet immer noch, wie ich von Eva gehört habe, kämpfen müssen, weil es diese Betrüger gibt, die glauben, weiterhin ein Recht zu haben, andere Menschen auszubeuten. Der Nennwert eurer Schulden lautet auf eure ungarische Landeswährung. Sie müssen aber bezahlt werden in ausländischer Währung. Das ist extrem teuer. Wir haben also eine Menge in Ordnung zu bringen. Ich hoffe, mit Ihnen allen in Kontakt zu bleiben, da alle Bürger weltweit zusammenarbeiten, um unsere Welt aus den Fängen dieser Bankenkartelle zurückzuholen. Das kann nicht mehr weiter so operieren wie bisher. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich kontaktieren über meine Webseite www.khutz.net. Ich freue mich sehr, mit Ihnen in Kontakt zu sein und danke Eva, die mich gebeten hat, dieses kurze Video zu machen. Ja, lass uns einander an den Händen fassen und zusammenarbeiten, um unsere Erde zu befreien. Und es wird Transparenz geben, wenn wir all dies gemeinsam tun und die Welt so gestalten, wie wir sie haben möchten. Danke und gebt Acht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. To make things the way we want them. Thanks again and take care. Goodbye.